Hi Leute, Duoshock hier und willkommen bei TGN. Ja, heute zeige ich euch ein frei für alle auf der Map Dome, der bisher kleinsten Map in MW3. Ich spiele hier mit der MP7 und meine Perks sollten sein Fingerfertigkeit Pro, Schnellziehen Pro und Stalker. Ob Pro, weiß ich nicht. Und meine Killstreaks sind auf der 5. Predator-Rakete, auf der 7. der Kampfhubschrauber und auf der 9. der EH6 Overwatch. Ja, soviel zum Gameplay. Mein heutiges Thema: Mittlerweile ist das Spiel ja seit fast 3 Wochen draußen und ich denke, für ein erstes richtiges Fazit ist jetzt die Zeit gekommen. Und meine Frage an euch lautet: Konnte MW3 eure Erwartung erfüllen? Weil die allgemeine Erwartung an die Community, also die Community selbst als insgesamtes sozusagen, stellt ja immer zu viel, also die erwartet sich immer zu viel. Aber wie schaut es bei euch aus? Habt ihr euch auch so viel erwartet? Oder habt ihr euch weniger erwartet? Ich selbst habe mir eigentlich relativ viel erwartet. Black Ops ging mir mit der Zeit auf die Nerven. Ich habe mir erwartet, dass es ein verbessertes MW2 ist. Und ich, was meine Erwartungen betrifft, wurde ich enttäuscht. Bei euch kann es natürlich auch anders ausschauen. Wieso wurde ich enttäuscht? Es ist einfach, mich ärgert es, dass das Spiel sehr darauf ausgelegt ist, dass jeder eine Chance hat. Ob gut oder schlecht, ob man gut aimen kann oder nicht. Immer, man hat die Möglichkeit mit dem Klasseneditor sich so eine Klasse herzustellen, dass man auch als schlechter Spieler gegen einen viel besseren Spieler, trotzdem, dass man eine Chance hat. Ich meine, gut, ein guter Spieler auf einer großen Map, ohne dass er jetzt irgendwie von Spawn-Fails umgeben ist, der wird wahrscheinlich auch noch gewinnen. Aber zum Beispiel auf dieser Map, dieser Kleine, kann immer irgendwer erscheinen. Da erscheint plötzlich da einer, dann hinter mir, vor mir einer. Und die haben das auch wirklich verändert, dass es jetzt nicht mehr nur so 8, 9, 10, 11 Spawnplätze gibt, in frei für alle, sondern dass es auf einmal 30 gibt. Überall ist irgendein Spawnpunkt. Überall kann man spawnen. Also vor allem auf, zum Beispiel auf der Map Interchange merkt man das. Da gibt es so viele verschiedene Spawnpunkte. Und die kann man sich nicht alle merken. Und es ist einfach nur schwierig. Und da gibt es halt noch so Sachen wie den XM25, den halbautomatischen Granatwerfer, den Herzschlagsensor, der wieder dabei ist. Und ja, der Raketenwerfer, Granatwerfer, das muss natürlich wieder dabei sein. Und die Gesundheit wurde runtergesetzt, sodass ein Spieler, der jetzt nicht präzise auf den Kopf viele Schüsse abgibt, sondern vielleicht nur ein bisschen Sprayt und mit Glück 2, 3, 4 Treffer abgibt, dass er den Gegner vielleicht auch mal killen kann. Und das ist halt für einen Spieler, der halt relativ ernst spielt und dem die KD jetzt nicht ganz egal ist, nicht so gut. Und ich merke es auch an meiner FL auf der PS3, an den Statistiken der Leute, die ich in der Freundesliste habe, dass das Spiel auch nicht mehr so gesüchtelt wird wie die Vorgänger. MW2 und Black Ops, da hatten nach 3 Wochen ja schon einige Leute 3, 4 Tage Spielzeit. Jetzt hat vielleicht haben 2 Leute 2 Tage Spielzeit, der Rest hat vielleicht einen, wenn überhaupt. Und ja, ich denke selber, ich werde jetzt nicht das ganze Jahr nur MW3 durchsuchen. Ich werde vielleicht wieder zurück zu Black Ops ein bisschen gehen, ab und zu COD 4 zocken. Vielleicht kaufe ich mir Bad Company 2 oder Battlefield 3, weiß ich noch nicht. Rennspiele, FIFA. Und ja, wie ist eure Meinung jetzt zum Spiel? Das Gameplay endet übrigens 30-6. Wurdet ihr enttäuscht oder macht euch das Spiel eh Spaß? Ich meine, im Prinzip finde ich auch, dass es ein gutes Spiel ist. Es hat halt einfach ein paar Punkte, die mich stören, aber die könnten vielleicht gepatcht werden. Und ja, ihr seid auch auf meinem privaten Channel willkommen und bewertet bitte das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Duoshock. Tschüss.